Hey, was geht ab, Ignaz hier? Und in diesem Video werde ich dir zeigen, wie du es schaffen kannst, monatlich so viel Geld, wie du möchtest, online zu verdienen. Was meine ich damit? Ich will dir jetzt in diesem Video nichts verkaufen, nichts andrehen, sondern ich möchte, dass du dein Denken veränderst. Denn du musst verstehen, ich nehme jetzt zu Anfang erstmal mich als Beispiel. Als ich anfing, online Geld zu verdienen, war mein Denken völlig, völlig unrealistisch. Meine Vorstellung davon, wie viel Geld ich monatlich verdienen will und was ich dafür tun muss, war komplett unrealistisch. Und als ich mit dem ganzen Thema Online-Geld verdienen anfing, wusste ich auch noch gar nicht, ob das überhaupt wirklich funktioniert, ob das wirklich stimmt, was mir da empfohlen und beigebracht wird. Ich war also zu Anfang noch ziemlich scheu und habe mir gedacht, probieren wir es einfach mal aus. Und als ich es ausprobiert habe, in meinem Fall war das halt E-Books und Bücher zu schreiben, und ich meine erste Auszahlung bekommen habe und gesehen habe, ich habe diesen Monat 150 Euro verdient, nebenbei noch zu der Zeit. Wow, ich habe noch nie 150 Euro nebenbei verdient, durch das Internet. 150 Euro sind zwar nicht die Welt, aber ich will, dass du verstehst, dass es bei mir Klick gemacht hat. Und ich gesehen habe, okay, wenn ich ungefähr 100 Euro im Monat verdienen kann, durch das, was ich getan habe und die Zeit und Energie, die ich da reingesteckt habe, dann weißt du was? Dann ist es auch möglich, dass ich 200 Euro damit verdiene. Und einen Monat später habe ich auch 200 Euro damit verdient. Dann dachte ich mir, okay, wenn ich 200 Euro damit verdienen kann, monatlich, dann kann ich damit doch auch 300 Euro monatlich verdienen. Und nach ungefähr einem weiteren Monat habe ich damit 300 Euro verdient. Und dann dachte ich mir, wenn ich 300 Euro damit verdienen kann, kann ich auch 500 Euro damit verdienen. Und als ich 500 Euro damit verdient habe, dachte ich mir, dann kann ich auch 1.000 Euro damit verdienen. Und als ich 1.000 Euro verdient habe, dachte ich mir, kann ich auch 1.500 verdienen. Als ich 1.500 verdient habe, dachte ich mir, kann ich auch 2.000 verdienen. 2.000 habe ich noch nicht ganz erreicht. Ich kratze und nage daran. Aber das werde ich auch noch hinkriegen, weil es genau das gleiche Prinzip ist. Von Anfang an. Das heißt, Leute, von denen ich Online-Business und Online-Marketing lerne und die monatlich mehrere von Hunderten von Tausenden Euros oder Dollar verdienen, sie genau auf die gleiche Art und Weise gedacht haben und auch immer noch denken. Das bedeutet, wenn du dir zum Beispiel in den Kopf setzt, als Anfänger vor allen Dingen, dass du 1.000 Euro monatlich online verdienen willst, dann ist meine erste Frage an dich, hast du schon 1 Euro damit verdient? Nein? Wie zum Teufel willst du dann 1.000 Euro damit verdienen? Oder 5.000 oder 10.000 oder sonst was, wenn du nicht mal einen einzigen Euro damit verdient hast? Oder 10 oder 100? 100 sind so meist so die Grenze, wo es dann zum ersten Mal bei den Leuten Klick macht. Und sie sehen und erkennen, dass es möglich ist. Dass es sich dabei nicht um irgendeinen Feenstaub handelt oder irgendeine Lüge, sondern dass man wirklich und tatsächlich online Geld verdienen kann. Was vor ungefähr einem Jahr in meinem Kopf überhaupt noch keinen Platz hatte, weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Also, zwei ganz wichtige Tipps. Erstens, wenn du es schaffst, 100 Euro als Beispiel monatlich zu verdienen mit dem, was du tust, online, sei das jetzt, ob du irgendein Produkt erschaffst und verkaufst oder das Produkt von wem anderen bewirbst, oder es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, online Geld zu verdienen. Es kommt nur darauf an, ob du mit Leidenschaft dahinter bist oder es das Geld ist, das du als Ansporn nimmst. Ich kann dir jetzt schon mal verraten, dass wenn du das Geld als Ansporn nimmst, du früher oder später Motivation verlieren wirst und dir total dumm bei deinen Tätigkeiten vorkommen wirst, die du machen müsstest, um die Menge an Geld zu verdienen, die du eigentlich verdienen willst. Deswegen ganz wichtiger Grundbaustein. Wenn du online Geld verdienen willst, tu etwas, das du aus Leidenschaft tust. Und tu am besten etwas, in dem du entweder verdammt gut darin bist oder an dem du verdammt viel Interesse hast. Ich merke gerade, ich schweife ein bisschen aus. Kommen wir also zum eigentlichen ersten Tipp, den du hoffentlich auch schon verstanden hast. Wenn du 100 Euro online machen kannst, dann tu das Zehnfache der Arbeit, die du benötigt hast, um die 100 Euro zu erreichen, um 1.000 Euro zu erreichen. Wenn du 1.000 Euro erreicht hast, dann tu das Doppelte der Arbeit, um 2.000 zu erreichen. Wenn du 2.000... Ich glaube, du verstehst mich. Immer und immer und immer weiter und immer mehr und immer größer und am besten niemals aufhören. Anstatt dir also zu sagen, ich will innerhalb von 6 Monaten es schaffen, 10.000 Euro monatlich zu verdienen, sagst du dir, immer mit der Ruhe, fangen wir klein an. Und durch diese Baby-Steps, die du tust, wirst du am Ende dein Ziel viel besser und viel schneller und viel einfacher und viel realistischer erreichen, als wenn du dir von Anfang an sagst, ich will so und so viel von tausenden Euro innerhalb kürzester Zeit bekommen. Genau den gleichen Denkfehler kennst du wahrscheinlich auch bei irgendwelchen Leuten, die sagen, ich will innerhalb von 2 Wochen 5 oder 10 Kilo verlieren. Dass das so nicht funktioniert, ist ein Thema für ein anderes Video, aber es ist der gleiche Denkfehler. Und der zweite Tipp, bevor ich das Video hier abschließe, liegt einfach darin,
dass wenn du den Prozess beschleunigen möchtest und dir etwas höhere Ziele setzt, und hier auch ganz wichtig, setzt dir größere Ziele zum einen. Was willst du in einem Jahr erreichen? Was willst du in 5 oder in 10 Jahren erreichen? Und setzt dir dann genau diese Baby Steps und breche dir das Ganze dann herunter auf. Was muss ich dann, um dieses Ziel zu erreichen, was muss ich dann im nächsten halben Jahr tun? Was muss ich in den nächsten 3 Monaten tun? Was muss ich im nächsten Monat tun? In der nächsten Woche oder in den nächsten Tagen? Damit du geradewegs auf dein Ziel zusteuern kannst. Und dein Ziel, was auch immer du dir als Ziel setzt, muss etwas sein, an was du glaubst. Wenn du dir zum Beispiel sagst, dass du nächsten Monat 10.000 Euro an Einnahmen generieren willst, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr glaubst du daran? Wenn du auf der Skala zum Beispiel nur auf einer 2 oder 3 bist, dann ist das Glauben und das Vertrauen darin, dieses Ziel zu erreichen, nicht wirklich sehr hoch und du wirst sehr schnell demotiviert werden und höchstwahrscheinlich aufgeben. Aber wenn du dir zum Beispiel sagst, dass du in einem gewissen Zeitraum 1.000 Euro an Einnahmen generieren willst und du auf deiner Glaubens- und Vertrauensskala von 1 bis 10 zum Beispiel auf einer 8 bist oder auf einer 9 und du zusätzlich auf deiner, wie realistisch ist das Ganze, Skala von 1 bis 10 auch ganz weit oben bist, dann wirst du dein Ziel auch erreichen. Das heißt, wenn du dir ein Ziel setzt, ob das jetzt für die nächste Woche, für den nächsten Monat, für das nächste Jahr oder für das nächste Jahrzehnt ist, du musst immer schauen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie realistisch ist das Ganze? Wie realistisch siehst du das Ganze an? Und wie viel Glauben hast du darin? Wie viel vertraust du darin, in dich, in deine Fähigkeiten, dieses Ziel zu erreichen? Wenn auf diesen Skalen von 1 bis 10 du dich irgendwo unter 6 befindest, dann setzt dir ein Ziel, das realistischer ist, somit für dich machbarer ist und ein Ziel, bei dem du glaubst, nein, darin vertraust, dass du es erreichen kannst. Und wie wichtig es ist, dass du darin Vertrauen hast, was du tust und darin vertraust, dass du dein Ziel erreichen wirst. Vor allen Dingen, wie machtvoll das Ganze sein kann. Das kann dir meiner Meinung nach nur Napoleon Hill erklären. Nämlich in seinem Buch Denke nach und werde reich. Auch wenn der deutsche Titel ein bisschen daneben ist, meiner Meinung nach. Aber wenn du erfahren willst, wie einige der mächtigsten und erfolgreichsten und reichsten Menschen dieser Welt es zu ihrem Erfolg und Reichtum geschafft haben, dann empfehle ich dir, falls du das Buch noch nicht kennst, es unbedingt zu lesen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Falls du irgendwelche weiteren Fragen an mich hast, hinterlass sie unten in einem Kommentar. Falls dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Hier geht's zu meinen nächsten Videos. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, hat dir weitergeholfen, hat deinen Horizont ein wenig erweitert. Und wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, auf Wiedersehen.